Wir sind hier bei der Stauberbahn in der Gemeinde Sinnwald, besser gesagt hier in Frümsen. Und da hat es eine ganze Gruppe, jetzt, die aus dem Aargau kommt, die auf die Stauberaufe fahren wird, ich glaube eine Schulreise. Ja, die ersten sind am Einsteigen und fahren hier vom Rintal aus in Alpstein rauf. Mit einer wunderprächtigen Aussicht, wie man erahnen kann, heute bei dem herrlichen Wetter. Sie haben sich also entschieden, zum Rauffahren und nicht rauflaufen. Strahlende Gesichter für den Entscheid. Dankeschön. Ja. Auf welchem Feld sind wir zu sehen? Das ist die Talstation der Stauberbahn. Über diese Station reden wir nachher noch. Bei mir ist jetzt der Daniel Lüchinger. Bevor wir über die Bahn reden, hier hat es noch mal sehr ein markantes Gebäude aus Holz. Was ist das? Kannst du da vielleicht etwas darüber erzählen? Ja, hoi Ralf. Schön, dass ihr da sind. Das symbolisiert den Frümsnerlus. 1 zu 10.000. Hat nur aus Holz gebaut. 93 Kubik Holz ist dort verbaut worden. Wir können mal hier schauen. Ja, eine rechte Nuss. Wieso ist die Nuss für Frümsen für dich so wichtig, dass ihr da gerade Gebäude hergestellt habt in dieser Form? Frümsen ist ja das Nussdorf, das Bekannte. Und das hat sich so ergeben, dass man etwas im Gesamtbild hat wollen zeigen im Tourismus. Ich schlage vor, wir gehen mal rein, schauen die Nuss von innen, weil in der Nussschale innen selbst bin ich vorne noch nie gewesen. Jawohl, ja. Und wie du siehst, hier innen haben wir aus Nussschale auch den Boden gemacht. Es ist also die ganze aus Nuss. Recht viel Holz, das wir da gebraucht haben. Wie hat man denn das gemacht? Das ist alles mit einer CNC-Maschine geschnitten und ausgefräst worden und ist wieder zusammengesetzt worden. Das sind alles Leimbinder, die man hier innen sieht. Jetzt Deriks Gebäude hier, ich denke, da hat man nicht nur, dass man mal in seinem Leben von einer Nuss Kaffee war, nutzen das Gebäude? Wir nutzen das vor allem für Vorträge oder Apero nutzen oder wenn man muss warten auf die Bahn, wenn eine Gruppe hinten ist, dann kann man hier reingehen. Die Bahn ist ein gutes Stichwort, wir hören es nebenzu, die ist fleissig am Fahren. Ich schlage vor, wir gehen nur mal schauen, wie die Bahn fährt, weil da ist ja eine ganz spezielle Bahn, einmalige Bahn weltweit. Jawohl, ja. Weltweit ist, dass sie rein mit der Sonne fährt, Akku unterstützt. Und da haben wir ja heute Glück, die Sonne strahlt hervorragend. Jawohl, heute ist ja richtiges Bergwetter, dank der warmen, schönen Sonne. Und so gibt es auch schön Energie für unsere Bahn. Also es ist ja nicht nur die Bahn, die man mit Energie versorgt von diesen Sonnenkollektoren, sondern auch das Restaurant ist dabei. Wir haben 80% aus der Energie von der Sonne. Die Bahn ist jetzt am Fahren, die Sonne scheint. Muss man da Angst haben, wenn eine Wolke von der Sonne kommt, dass sie gerade abstellt? Oder nein, wir können die 27 Mal fahren, rechnerisch, ohne dass die Sonne auf die Mädel scheint. Wie ist denn das? Könnt ihr die Energie, die hier produziert wird, irgendwo einspeisen oder nutzt ihr die gerade selber? Wir tun die in Akku einspeisen, in eigenen. Wir haben hier unten einen 40 kW und hier einen 50 kW Akku. Da unten sieht man, die Talstation ist mit Solarzellen eingekleidet. Wie sieht es denn hier oben aus? Hat man dort weitere Solarzellen? Haben wir auch gemacht. Die Station ist auch eingekleidet mit Solarzellen und bringt auch hier oben ein bisschen etwas. Aber nicht ganz so eine grosse Fläche, wie wir hier haben. Die ist 42 Kilowatt-Peak, die Anlage hier. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, eine solarbetriebene Bahn zu machen? Wenn man eine moderne Bahn will, muss man auch einen modernen Antrieb und eine moderne Stromquelle haben. Energiequelle, muss so sagen. Selber auch ein bisschen angefressen von dieser Technik, ist das noch mit dem Grund gewesen? Selbstverständlich, Technik fasziniert immer. Ich glaube, das hat jeder Mensch ein bisschen in sich, als Technik interessant ist. Jetzt die Bahn, die man hier sieht, die ist rund ein Jahr schon im Betrieb. Wie ist das als Feedback der Leute? Ja, die Leute haben eine riesen Freude, dass sie so kurze Zeit im Berg an der Kühle sind und ins Tal abschauen können, in das Heisse, oder? Und das ist ja auch noch eine Besonderheit. Das ist die einzige Bahn aus dem Rintal, die direkt in Alpstein raufgeht. Jawohl, man konnte so den ganzen Alpstein zusätzlich erschliessen noch. Es gibt eben eine Vielfalt von Wegen im Alpstein, wo man überall hin kann. Man kann bis zum Sentiskasten, Bollwes, Meglisalp, bis über in die Ebenalp, Kruberg. Man hat eigentlich alles Palette vor der Tür hier. Hervorragend. Ich glaube, dann gehen wir auch mal in die Höhe. Vielleicht ist es dort oben noch ein bisschen kühler und angenehmer zum Weiterreden. Ja, in so einem heissen Sommertag sicher.
Ja, Daniel, jetzt wird man hier die Bahn rauffahren, mit den nächsten Dörfern den Mühl rauffahren. Jetzt ist es gerade über den Mast schon. Wie hoch ist denn der Mast? 48 Meter. 48 Meter. Und auch im zweiten Mast kann man aussteigen, oder? Ist das ist eine Mittelstation dort, ja. Dort steigt vor allem die Alp aus, Forst. Mhm. Jäger hat aussteigen oder es gibt im Frühling oder im Spät, Herbst und Schnee, kann man dort auch ein- und aussteigen, sofern es nicht bis runter Lawinengefahr ist. Ja, wenn man so aufschaut, recht eine steile Sache da. Wie wird die Bahn hauptsächlich genutzt? Kann man das sagen? Laufen die Leute auf und fahren ab oder ist das umgekehrt? Wir haben viele Leute, die gerne rauflaufen und mit der Bahn runterfahren oder auch umgekehrt, die irgendwo woher können. Von einer anderen Bahn oder zu Fuß von der anderen Seite und gehen hier mit dem ÖV wieder weg. So ergänzt sich das natürlich für den Alpstein ganz gut mit dem ÖV. Und wenn wir auch die Gäste haben, die einfach gut zu Nacht essen oder gut zu Mittag essen können, das einfach geniessen. Aber fahren wärst du fast lieber, wenn ich es richtig im Kopf habe. Kannst du ja durch die Rückfahrt sozusagen noch wieder Energie gewinnen. Das ist so ein ausgeklügeltes System. Also ich lieber, wenn einer mehr auffährt wie nur ab, weil das Geld verdienen wir doppelt. Da wunderbare Landschaft. Eben, man sieht auch rechts von uns noch einen Haufen Nussbäume. Hat man da extra so ein bisschen eingebettet da in die Landschaft rein, eben, dass man das ganze Feeling mitbekommt, Nuss, Berg, alles? Nein, die Nussbäume sind viel älter als das Ganze hier. Die haben wir in den 60er Jahren hier schon. Und es ist eigentlich auch Standard, als hier Nussbäume hat, von Frümsen her. Darum ist es ja das Nussdorf. Wenn man so die Kabinen anschaut, wenn man ein bisschen Fantasie hat, können wir auch noch sagen, das ist in einer Nussform. Was kannst du zu dieser Kabine sagen? Ja, die Kabine die hat eine schwarze Farbe. Und schwarz ist darum, weil wir schwarze Nüsse auch machen. Die machen wir aus den grünen Nüssen. Und darum hat man die Farbe gewählt. Ich sage zwar immer, es ist wie ein abgesägter Ast von einem Nussbaum. Ein Stück, ein Rugel daraus. Ja, die Nüsse, die du angesprochen hast, vielleicht kommen wir noch in den Genuss hier oben drin. Selbstverständlich, speziell, ich durfte es auch schon geniessen. Aber jetzt, glaube ich, machen wir uns langsam auf den Weg, auf die Bahn, dass wir die nicht verpassen. Gerne, ja. Hauen wir sie mal schauen. Also, Ralf, gehen wir mal rein hier. Mach den Pim. Jetzt ist gut. Ja. Wir fahren hier sehr ruhig aus. Ist das auch so ein Feedback, das du von den Leuten bekommst? Ja, es ist mit der alten Bahn im Vergleich viel ruhiger. Oder? Es ist halt auch ein anderes Prinzip Bahn. Und hier sehen wir etwa mal auch Reh oder Hirsch, wenn wir ein bisschen schauen. Gut, ist jetzt ein bisschen spät. Aber wenn man morgen oder am Abend, wenn sie austreten, ziehen wir ab und zu da unten. Hast du schon den Luchs gesehen? Da? Hier? Ja, bis in die Alp rauf haben wir manchmal die Chance, dass man es sieht. Aber braucht auch ein spezielles Auge. Gämsen, die haben sich schon wieder ein bisschen verzogen. Die hat man ja im Frühling vor allem gesehen, als ich letztes Mal raufgefahren bin. Genau, die haben auch eine seine Uhrzeit, wo sie raus und wieder reingehen. Immer um die gleiche Zeit, das Austreten, was sie machen. Jetzt sind sie noch gerne auf dem Schnee. Ja. Auch ein bisschen abkühlen. Sie haben, glaube ich, heiß genug. Wenn wir Glück haben, sie immer noch etwas heiß dort auf dem Schneefeld, wo es noch hat. Ja. Hier ist ein wunderbarer Blick runter ins Rheintal, ins Liechtenstein. Ja, und einen Haufen Gäste vom Vorarlberg und dem Liechtenstein, die noch kommen. Genau. Siehst du, man hört raus, dass du Highway erst ins Rintel kommst, bist ein paar Meter in der Höhe oben. Ja, so schlimm ist es nicht. Ich würde gerne wieder mal von oben runter, den Rhein, wo das Wasser wieder ein bisschen im Rettel ist. Ja, jetzt ist das Schmelzwasser auch ein bisschen durch, gell? Und da sieht man gut auf Feldkirch. Wir haben natürlich schöne vom Österreich Gäste und vom Liechtenstein haben wir viele Gäste. Und natürlich aus der Region Rheintal auch. Also, ich sage immer, meine Region ist relativ gross. Alles, was ich sehe, ist Region für mich. Gerade im Herbst ist ja auch das Wildbuffet ein grosses Thema. Ich glaube, da hat es einen Haufen Stammgäste, die jedes Jahr extra wegen dem Messer raufkommen. Ja, die reservieren Jahr für Jahr wieder. Ja. Das ist auch etwas Schönes. Das ist für uns eigentlich auch schön, dass wir es so machen können. Aber hat es noch Platz für den Herbst? Ja, selbstverständlich. Platz jetzt immer. Sonst tun wir einfach einen Tag mehr einführen. Jetzt fahren wir dann über den Masten raus. Der besagte, gell? Ja. Der hoch.
Also da könntest du jetzt jeden Kirchenturm von der Gemeinde Sennwald einstellen. Okay, ja. Das ist wirklich sehr ruhig zum Fahren. Ja. Gemütlich. Angenehm. Und man merkt schon den Temperaturunterschied. Da sind wir jetzt auf 800 Meter oben. Hier rundum hast du noch die anderen Berggasthäuser aufgeführt. An der Bahn, wie ist denn da so Zimmernachbar mit denen? Ja, das ist ein Verein auch. Und wir leben natürlich miteinander. Wir tun miteinander. Und schauen, dass die Entwicklung auch miteinander vorwärts geht. Und das ist auch schön zum Arbeiten so. Es ist nicht das Konkurrenzdenken. Bist du auch nicht fast ein bisschen Exot? Weil die anderen kommen, fahren ja alle irgendwo vom Appenzellerland auf in Alpstein und du vom Rintal. Ja, also alle. Ja, es fahren alle vom Appenzell. Aber es gibt auch derjenige, die vom Appenzellerland auffahren und Kantus St. Gallen. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Ja, jetzt kommt kreuzen wir uns dann. Ja, da sieht man auch den Weg drauf gehen, siehst du? Genau. Da so 10 Kurven drin, dann ist man schon ziemlich hoch oben. Dann müssen wir eigentlich nicht mehr hören, dann sollte man durchbeissen, okay. Wenn man das mal hat. Sonst ist genau jetzt hier am oberen Wegteil, wäre über die Mitte. Speziell ist ja bei dieser Bahn auch noch eine Fahrt relativ lang am Abend, also da kann ich gemütlich oben zu Nacht essen. Ja, da musst du nicht auflassen, da kannst du gut gehen. Wir gehen von morgen um 7 Uhr bis Nacht um 10 Uhr sicher fahren. Und wenn es dann halt mal ein bisschen länger wird, fahren wir halt dann auch noch. Und wenn, dann kommst du noch zum Schlaf? Nachher. Und sonst habe ich den Winter noch. Weil du machst sozusagen einen Winterschlaf. Du machst den wie ein Mund. Ja, sie ist jetzt die Mittelstation, wo die Alpen aussteigen. Genau. Wo der Käse einladen dann. Sie haben auch Käse hier oben. Etwas Kühe hier. Ja, das ist ein richtig grosser Master. Du wirst meinen, wärst bei einer Grossbahn, auch mit einem Podest. Ja, Daniel, ja. Jetzt muss ich auch noch mal etwas fragen. Also, das ist ja wesentlich komfortabler als früher. Der Mast ist auch an einem anderen Ort. He? Ja, die Vorschriften waren auch anders. Aha. Oder man hat die modernsten Vorschriften übernommen. Am 18. haben wir die EN-Normen übernommen. Das wäre es da gewesen früher, gell? Das wäre da gewesen, ja. Und da passiert man dann noch. Wir sehen noch einen Sockel, das dunkelt dann auch noch weg. Als es wieder aussieht wie früher, gell? Und dann kannst du immer halten, Mittelmast. Da kannst du gut halten. Ja. Du schaust hier oben ab und drückst auf dem Handy und dann bremst es. Handy, so modern sind wir noch nicht oder dürfen wir auch nicht sein. Weil die Entwicklung läuft nicht so schnell. Die Entwicklung würde vielleicht schon schnell laufen, aber Gesetzgeber mag manchmal nicht mithalten. Also, weißt du, wo wir im Ruhe gefahren sind, haben wir mit dir Kontakt aufgenommen. Du hast den genau auf einen Meter halten können. Genau, ja. Ja. Das ist immer noch so. Ja, aber jetzt macht es die Bahn automatisch. Aha. Du hast einfach einen Knopf, drückst und dann hält sie an. Du kannst nicht mehr viel anders machen. Und dann hast du eine gewisse Zeit zum Aussteigen oder geht es weiter? Nein, dann kannst du aussteigen. Da wird das Podest runtergelassen. Dann kannst du aussteigen und das sieht man dann im Video. Und dann müssen wir das Podest wieder zuklappen. Und nachher fährt sie weiter. Also Video, also alles überwacht? Alles überwacht, ja. Auch elektronisch, mit Relais, mit Daten, alles. Und eben, wir können das jetzt natürlich hier nicht filmen, es hat zum Teil noch Schnee drin, wo man sieht, die Schneisen sind extrem steil. Ja, siehst, ja. In dem Schnee hat es auch eine Gams, schau, es liegt dort auf dem, ja. Oben dran, genau, auf einem, ja, Feld. Genau. Wir filmen dann am Abendweg, man zeigt dann am Abendweg die Bilder. Man, genau, sieht es fast nicht, weißt du, zwei Stück sind da, sehen, ja, das? Genau, drei sogar. Sogar drei, gell? Ja, man sieht es in diesen... Noch nochmal vier. In diesen, ja, braunen Flecken. Du siehst es auch, ja, vier Stück jetzt. Dann zeigst du es dann am Abendweg, ja, ja, wenn sie noch dort sind. Also, aber sie sind schon, ja, ja, sie sind heiß, sie bleiben gerne da. Ja, ja. Als Laie gefragt auch noch, gell, wenn man so drin ist, warum fährt die Bahn dermaßen ruhig? Es sind eigentlich alle zwei Seilbahnen moderne sehr ruhig. Wovon man muss auch sagen, die alten Bahnen sind auch ganz gut. Na, weißt du, wir filmen jetzt ja gerne auf dem Stativ. Es vibriert auch nicht, oder? Also, ja. Oder ganz wenig eigentlich. Jawohl. Das, was du jetzt noch merkst, ist vielleicht die Seilschwingung, die man noch drauf hat. Ja, ja, das, aber das tut man dann auch weg. Da sind sie am Entwickeln. Dass man die Seilschwingungen total wegbringt. Und dann fährt sie ganz ruhig auch vor dem Masten. Ja. Man merkt jetzt schon, wenn man darüber reinfährt, dass es hört. Zuerst kommt es ein bisschen vermehrt. Merkt man vielleicht jetzt auch ein bisschen. Merkt Bild. Ein bisschen, oder? Aber das, ja, ist das erste Mal, dass man es überhaupt merkt. Jawohl. Und jetzt fahren wir drüber über die, genau, Schütze. Und jetzt ist es wieder komplett ruhig. Genau. Und das bringt man mit der Seilschwingungsdämpfung also weg. Ja, ja, ja. Inzwischen sind da recht fröhlich, wenn man aber schaut.
Blumen, haben da ja auch viel Schnee gehabt, oder? Wir haben nicht abartig viel Schnee gehabt, weil bei uns hat es ein weniger Niederschlag gehabt, vermute ich. Und auch über einmal ein bisschen reingeregnet. Von der Schneemenge her oder von der Niederschlagsmenge sollte es eigentlich mehr Schnee gehabt haben. Ja, ja. Ich habe dort im 99 viel mehr Schnee gehabt. Okay. Ja. Ja. So, jetzt fahren wir hier langsam ein, wie man sieht, hier heute zur Achtzelle. Jawohl. Dann habe ich gehört, ich glaube, den Weg sind wir noch am machen, im wüsten Wetter einmal. Ja, den Weg, also wir allein also machen hier, nicht. Rundum hier, gehen wir ums Haus und dann wir noch ein bisschen Stein zusammenlesen. Und dann schauen wir amigs das noch. Aber das ist ein Generationenprojekt, wie die Tochter amigs gesagt. Da bist du lang dran, weil du alles zusammen suchen musst. Aber heute auch noch ein paar flache Seen, man könnte nicht. Jetzt tut es ausgleichen, gell, damit es schön stimmt, darum halt es so aus ja, Sicherheitshalt halt zum Einfahren. Wenn es ein bisschen luftet, weißt du, dass es sich ein bisschen einpendelt. Ja. Aber es ist schon schwer. Ist ja sehr geräumig geworden, gell, die ja. Kabine. Ja, es ist geräumig, es ist schön, die Kabine. Ja. So, und jetzt sind wir dann da oben, schau. Jetzt fängt der Krampf an, jetzt müssen wir wieder laufen. He? Ja, da ist eben Schöne dran. Ja, wenn man so runter schaut, die wunderbare Aussicht, die du alltäglich da oben bist, nimmt man dir überhaupt noch wahr? Ja, wenn ich etwas genauer anschaue, nehme ich mit den Feldstecher. Aber ich kontrolliere niemanden kontrollieren. Mir ist das gleich, was sie hier in dem Tal unten alles machen. So, welche Seite gefällt dir persönlich besser? Da hat man ja einen wunderbaren Rundumblick, wenn man hier rund um den Kreisel herumgeht. Ich glaube, der erste im Halbsteinkreisel. Jawohl. Ja, du, los. Es spielt mir keine Rolle. Der Ort ist da, wo schön ist. Und von da aus hat man den wunderbaren Ausblick. Ja, wo man sieht ja, wo wir sind, auch die Fahnen an, gell? Genau. Wenn wir ganz weit rauf schauen, dort oben hat es noch so einen gelben Kasten. Was ist denn Sepp dort, der Felswand oben? So ein kleines Briefkästchen, von dort mal noch PTT angeschrieben war, gell? Wie ist der dort raufgekommen? Wer ja Kompost raufmontiert hat? Ja, da hat man mal schon. Nein, so wollte Post nicht machen. Nein, es war eine schwierige Situation und eine Aktion. Wie hat er noch gelernt? Aha. Der Dominik Sundiger lernt immer mit den Buben. Jawohl, ja. Er geht nicht nur, er hat jetzt zwei Postkarten drin. Aber ist nicht für jedermann. Ja, ja. Aber einen Sonderzuschlag muss man nicht zahlen, wenn man die Postkarte. Nein, nein, aber ich kann ihnen ein Seil geben, wenn sie etwas draus kommen. Machen Sie ein schönes Foto von mir. Genau, ist Film. Ciao, ciao. Wie man sieht, der Alpstein ist ein sehr beliebtes Wandergebiet. Kann man da auch mit der Familie gut wandern? Wie sind da die Wege so? Also die Hauptwege, die sind ganz gut unterhalten. Und da kannst du also wirklich gut mit der Familie gehen. Aber man muss auf den Weg schauen und man ist im Berg drin. Und man muss dementsprechend auch sich verhalten. Und dann passiert da nichts. Ein Vorteil vom Alpstein ist ja, hat immer wieder Berggasthäuser, oder? Das ist der grosse Vorteil. Das ist auch der Grund, warum man sie gerne laufen gehen. Sonst ohne diese Häuser muss man den Rucksack wir fast stehen bleiben. Ja, musst du nicht mitnehmen. Nein. Selb, kommst du auch noch zum Wandern? Oder vor allem eben im schönen Wetter, wirst du einen Haufen Gäste haben? Also ich gehe immer dann, wenn es ein bisschen regnerisch ist oder neblig. Und es ist auch dort interessantes Wetter. Aber es gibt kein wüstes Wetter, nur interessantes Wetter. Man hat schon von verschiedenen Bergrestaurants gehört, aber so der absolute Renner ist kulinarisch. Weißt du das bei allen? Wir haben vor allem das Wild, was sie gerne essen, wie wir vorhin schon angesprochen haben. Das wäre das Wildbuffet. Und sonst haben wir die normale Karte. Früher hat es ja geheißen, der Alpstein sei das Röstiland. Es hat auch noch überall Rösti gegeben. Und dann sind die Leute probieren, wo haben wir jetzt die beste Rösti. Und das ist noch interessant. Ja, und da nimmt man spezielle Herdöpfel, die vom Rheintal, wenn man da den Rheintaler anstoßen. Ja, ich glaube, die anderen müssen auch Rheintaler Herdöpfel nehmen. Sonst gibt es doch keine echte Rösti. Riebel im Rheintal ja immer ein Thema. Wird da oben auch jemand verlangt? Oder etwa zum Frühstück mache ich mir noch jemanden. Mal beim Buffet. Wenn man merkt, dass die Leute das verlangen oder gerne haben, dann machen wir schon Ribu machen. Ja. Das Wasser laufen wir langsam zusammen im Mund. Eben andere Spezialität sind noch die schwarzen Nüsse, die wir angesprochen haben. Ich schlage vor, gehen wir die mal gut probieren. Ja, das wir mal probieren. Aber ich zuerst jetzt eine Frage, Daniel. Hier ja. Sieht man den Hochkasten. Frühstücksbuffet im hohen Kasten. Wie lange braucht man denn, um jetzt hier bei dir zum Mittag zu erscheinen?
Ja, da kommt darauf an, wie lange das Frühstück heisst. Wenn natürlich bis am Mittag Frühstück heisst, musst du auch zu Nacht essen. Und sonst, ich denke in mir, da essen wir schon bis um 10 Uhr und dann laufen wir gemütlich auf den Mittag. Aber ob du dann noch Hunger hast, das weiss ich nicht. Okay, ja, dann geht halt, oder? Dann geht es zusammen. Ja, wir haben es. Probieren. Grüezi miteinander. Einen schönen. Du hast hier Lieblingsplätzchen, wo du einmal herhöckelst. Sam ist dort oben. Sam ist dort oben. Also so ist es doch schön, kein Knickstarre, wenn du da hinschaust. Ja, wunderbar. Darum würde ich den Leuten empfehlen, auch hinschauen, nicht hoch. Nicht hoch, ja. Gescheiter raufkommen. Dann bleiben die Leute aber nicht fast zu lang bei dieser Aussicht. Mir wäre gleich, wenn sie länger bleiben. Noch länger bleiben, ja, nicht wechseln. Well, aber die möchten ja auch nicht dreimal hintereinander essen, oder? Ja, man kann ja ein Bierli trinken. Oder die, die da nicht wollen, hat auch etwas ein Flauder rum. Ja. So, jetzt kommen wir hier in die gute Gaststube rein. Jawohl. Da haben wir, glaube ich, Produkte, die wir selbst zum Teil produzieren, oder? Ja, da die bekannten Nüsse. Das sind die schwarzen Nüsse, siehst du? Mhm. Sauer-süss. Oder was auch gut ist, Nusstorte, die sie macht, also Nussschnitte. Ja. Das ist auch ein Hausrezept. Frümsner. Die Currynüsse, die sie macht, dann macht sie Karamellnüsse. Die hat sie auch ein spezielles Rezept. Dann macht sie hier Nussäste. Das ist dann mit Likör, mit dem Baumnusslikör, den wir dann reintun. Das ist wie ein Kirschstängel, einfach viel feiner. Wein im Nussfass. Dann der Mar im Nussfass, der ist von der landwirtschaftlichen Schule. Der Mar kommt von Bernig. Aber in Stunde in den Nuss hat es ein Fass, ein schönes, das hat man auch gesehen. Dort drin ist dann der Mar, der ist schon ein paar Jahre drin. Und eben die schwarzen Nüsse. Dann wird es auch nicht langweilig. Da ist ja, glaube ich, noch eine relativ intensive Handarbeit, um die schwarzen Nüsse zu machen. Ja, oder? Das ist eine Schlechtwetterarbeit. Also Regenwetterarbeit, so muss ich sagen. Nicht Schlechtwetter gibt es keine. Ja, ja. Dann hat es weniger Gäste. So kann man das ein bisschen machen. Weil es ist zeitintensiv, ja, das Ganze. Ja. Und die grünen Nüsse gehen die auch schon ganz schwarze hin, wenn man es. Ah ja, da sieht man. Ich habe es so geschafft. Ja, du kannst Händchen anhaben, wenn der ein bisschen Saft oben reinnimmt, dann hast du nachher einfach dunkle Finger. Aha. Und dann musst du halt warten, 6 Wochen, bis wieder eigenermaßen die normale Farbe überkommt. Ja. Da haben wir neben der Toblerone auch eine Spezialität aus der Region. Was sind, ist das hier noch? Das sind die gleichen, wie wir dort vorne haben. Sie hast die werden relativ fest mitgenommen und gegessen. Weil da haben sie ja gerne so als Snack. Oder und natürlich der bekannte Nussgipfel. Den Nussgipfel darf auch nicht fehlen. Ja. Wunderbar. Mal. Schön, gehen wir noch in die Küche rein, ja, können wir noch probieren von diesen Nüssen. Ja, das ist doch hervorragend, auf den freue ich mich schon lange. Jawohl, ja. Du jetzt da noch ein bisschen weg. Gut, okay. Das ist unser Brot. Wie du siehst, machen wir das Brot ja auch noch selber. Aber jetzt gehen wir noch mal zu den Nüssen. Siehst du ja hier jetzt von meinen schwarzen Fingern als Beweis. Ah, sind hier die grünen Nüsse drin, siehst du? Die könnten noch lustige Farbe über, die müssen wir wässern. Da müssen wir das Wasseralltag sicher 1 bis 2 Mal wechseln. Und dann sehen sie so schön grün-schwarz wird es. Richtig schwarz wird es zuerst, wenn du es kochst. Ja, ja. Dann wird es kohlraben schwarz. Und die kannst du noch lange halten, wieder weg, oder? Ja, die sind erst fein im Jahr. Ja, ja. Und hier habe ich weisse. Die tust du ausschälen. Siehst du? Und dann bleiben die weiss. Das machst du jetzt neu, oder hast du das? Das mache ich neu, dann jetzt ein Rezept, das ich ausprobiere, ob wirklich die dann wirklich so weiss bleiben. Und wie es dann schmeckt, das kommt dann eben auch aus. Aber die geben noch mehr Arbeit. Ja, muss da bist du noch ein bisschen länger dran, gibt dir dafür auch ganz schöne Finger. Noch die schöneren, siehst du. Du musst nicht in die Sonne das Brau finden. Du musst wirklich nicht in die Sonne gehen, ja. Nein, das ist wirklich schön. Da sieht man dein Arbeitsfeld. Von wo kommt denn dort die Energie? Ist das auch als Solarkraft, damit du da jetzt in Kochen kannst? Jetzt im Moment haben wir vom Tal über das Tragseil und über das Datenseil Strom von unseren Solarzellen. Weil jetzt hat es genug Sonne, hat ein bisschen weniger Betrieb. Und sonst, wenn wir Spitzenstrom brauchen, schalten wir den Generator ein. Ja. Der Generator tut mit Fritös fett. Mhm.
alt. Das sammeln wir nämlich zusammen und dann so eine Art hier entsorgen. Und da gehst du vermutlich nicht mit einem Benziner einsammeln, oder? Nein, auch elektrisch. Also ist alles durchdacht. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich trinke ein, zwei Bier, dann habe ich noch eine Polizei am Hals. Ich esse dann lieber ein bisschen etwas. Ja, ja. Ralf, schau, jetzt tun wir noch die Nuss probieren, oder? Wo man ja, da, auf wenn sie, habe ich schon lange gemacht. Die ist jetzt jährig, die Nuss, oder? Ja. Jetzt nehme ich gerade mal eine ganze raus. Siehst du? Die passt gut für Wilddessert, Fleisch, kaltes Blättli. Spezialität, die man ja sonst weniger kennt, schwarze Nüsse. Ja, ist eine Delikatesse. Sie sind nicht billig, weil sie brauchen relativ viele Arbeitsstunden und Arbeitsaufwand. Man sieht auch hier die Nuss drin, hier drin. Und hier der schwarze Rand, das ist eigentlich das Grüne von der Nuss. Und hier drin wäre der Nusskern. Man isst also hier das Ganze. Jetzt musst du mal probieren, Ralf. Ja, ich probiere es sehr gerne. Wirklich eine Delikatesse. Ja, man muss es wirklich geniessen, es ist etwas Feines. Und etwas Spezielles. Das ist jetzt der Vorteil, wenn man mal wieder so darf in die Küche, da kann man es besonders feine geniessen. Aber Gäste können das natürlich auch haben, vor allem bei den Wildgerichten auch. Oder gibt es die auch? Nein, bei den Wildgerichten haben wir es eigentlich nicht so drauf. Wir machen dann die sauersüssen Zwetschgen genau noch drauf. Jawohl, ja. Wovon fürs Wild würde jetzt ganz gut passen. Mhm. Aber wir gehen sonst als gar nicht auf den Salat, geben wir es. Ja. Wo wir auch dann, wenn wir haben, eben die mandgerösteten Nüsse drauf tun, oder Karamellnüsse drauf tun. Wir haben uns ein bisschen spezialisiert, dank dem Frümsnerdorf, dem Nussdorf, noch ein bisschen auf Nüsse. Ja, Daniel, ich glaube, Kreativität fehlt dir nicht, wenn wir eben so nur hier schon rumschauen, den Kreisel, den wir draussen gesehen haben, die neue Bahnnuss. Tunnel, die 10'000 Mal vergrößert ist. Was für weitere Projekte hast du im Köcher? Warum jetzt gibt es noch ein ganz schönes Kunstwerk in der Talstation. Ich weiss nicht, ist es dir aufgefallen, hier mit den Stecken, die an der Strasse ganz, sind. Jawohl, ja, ganz unten. Das Kunstwerk wäre fertig, aber die Baumeister haben keine Zeit. Noch nicht zum Sanieren. Ja. Kannst du auch etwas erzählen über das Kunstwerk oder ist das noch streng geheim? Ja. Wir können vermuten, handelt es sich über Nuss. Ja, das habe ich mir schon vorgestellt. Ja, ja, und da muss man dann schauen, ein bisschen Fantasie vielleicht walten lassen. Ich auch zuerst gebraucht, bis ich gemerkt habe, genau was es ist, was das deuten soll. Und das wird von der Hammerschmidt gemacht in Sennwald. Ja, ja. Ihr habt noch einen rechten Bezug zu dem Nussdorf. Das ist auch etwas, das ein bisschen wieder aufleben, wenn das nicht in Vergessenheit geratet, oder? Weil der Nussdorf hat ja eine rechte Bedeutung früher, noch mehr werden heute. Ja, es ist auch wichtig, dass man in der Region das ein bisschen bekannt macht und vielleicht auch ein bisschen weiter raus das Ganze, damit das alle Leute von dem ein bisschen hören. Wir haben in der Gemeinde Sennwald ganz interessante Sachen. Jetzt eben da wird so viel Boden, Nuss, die Bahn, die ganz speziell ist, bietet ihr da auch Führung an? Weil ich stelle mir vor, da gibt es einen Haufen Leute, die mal hinter die Kulissen schauen wollen. Das tun wir auch. Da haben wir auch ein Programm zusammengestellt, das wir dann machen mit der Bahnfahrt und mit dem Essen als Thema. Da kann man das geniessen und hören, die Interesse haben. Ja, ich glaube, geniessen tun wir es noch, oder zumindest ein. Du wärst jetzt bald in die Küche müssen für ein Mittagsmenü. Und wir haben hier noch Gelegenheit, ein bisschen die Aussicht zu geniessen und dann sicher auch kulinarisch zu schauen, was aus deiner Küche kommt. Herzlichen Dank, dass wir bei dir sein Daniel Lüchingen. Wir werden sicher bald wieder mal da raufkommen, weil es ist einfach herrlich, vom Rinntal in so kurzer Zeit im Alpstein dürfen zu sein. Wohl, danke vielmals, Ralf. Schön, dass ihr da gewesen seid. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag und einen guten Vorhinein. Danke.